Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Petra Abauer und einige von euch kennen mich vielleicht, andere noch nicht. Ich bin Autorin aus Berlin, schreibe Kinderbücher, Krimis, Ratgeber und diverse andere Dinge mehr, auch Kolumnen. Und heute wollte ich euch mal ein Buch vorstellen von mir. Und zwar hat das sogar einen besonderen Anlass, denn am Samstag kam der Postbote und hat ein dickes Paket gebracht, was ich gar nicht bestellt hatte. Und dann mache ich es auf und 10 Billigexemplare waren darin. Und zwar von diesem Buch hier. San Francisco Love Affair, verliebt in San Francisco. Falls euch der Titel bekannt vorkommen sollte, ist das auch kein Wunder, denn das sah ursprünglich mal so aus und ist 2007 erschienen und das ist jetzt eine komplette neue Auflage. Es ist der erste Band meiner Trilogie um die beiden Teenies Nina und Britt, die aus Berlin kommen und das ist auch die Reihenfolge, also erst San Francisco Love Affair, dann A Heart in New York. Nein, jetzt rede ich gerade Quatsch. Das können wir ja dann schneiden oder auch nicht. Also San Francisco Love Affair, Heart of Glass, A Heart in New York. Ha, ich habe es sogar richtig gezeigt. Ich habe mir gedacht, ich lese euch einfach mal den Anfang vor. Dann habt ihr einen kleinen Eindruck, um was es da geht. Das ist jetzt sozusagen eine Mini-Lesung extra für euch. Urlaubspläne. Dieser Regen geht mir dermaßen auf den Geist, das glaubst du gar nicht, sagte ich zu meiner Freundin Nina und vervollständigte eine weitere Manga-Zeichnung auf dem Seitenrand meines Arbeitsblattes. Diesmal war mir der Augenaufschlag des Mädchens besonders gut gelungen, fand ich. Eigentlich sollten wir ja einen englischen Aufsatz über den Walfang der Inuit in Alaska schreiben, aber erstens interessierte mich das nicht die Bohne und zweitens war ich nicht besonders gut in Englisch. Wir hatten uns extra bei Nina getroffen, damit ich das nicht alleine machen musste. Im Gegenzug wollte ich ihr bei Bio helfen. Ich fand jedoch seit einer Stunde genügend Gründe, um mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das ewige Regengetrommel auf dem Dachfenster über dem Schreibtisch machte die Sache nicht gerade besser. Da fiel mein Blick auf Ninas Sofa. »Sag mal, ist das schon die neue Bravo?« »Hm«, sagte Nina, die ziemlich vertieft in die Walfang-Story zu sein schien. »Ich hab doch ein Abo, da kommt die immer früher.« »Darf ich?« fragte ich, wartete die Antwort aber gar nicht erst ab und hatte mir das Heft schon gekrallt. Gleich darauf quiekte ich vor Entzücken. Grüne Augen starrten mich an, ich sah die schönsten langen Haare der Welt und das männlichste Kinn des Universums. Mein super Ober-Lieblingsschauspieler Nicholas Stevenson. Zum Niederknien dieser Mann. Da ist ein super Mega-Poster von Nick drin. Darf ich das haben? Bitte, 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 rief ich lauter als nötig. What's on the back? Fragte Nina, die wieder mal heraushängen lassen musste, dass ihr Vater Amerikaner war, aber daran hatte ich mich schon gewöhnt. Och, bloß dieser komische halbe Euro, sagte ich. Don't you mean 50 Cent? Diesen Rapper? Sag ich doch. Was ist nun, darf ich das Poster haben? I don't mind. Aber nur, wenn du jetzt endlich mit deinem Wahlzeug anfängst, sagte Nina und setzte ihr strengstes Gesicht auf, was mich ziemlich zum Lachen brachte. Aber ich fing dann doch an, weil ich ja auch mal fertig werden wollte. Hör mal. Das klingt doch komisch, sagte ich nach einer Weile und las vor, was ich geschrieben hatte. The Inuit are people that is still hunting whales. Ich schob das Blatt zu ihr rüber. Sie warf einen kurzen Blick drauf. Stimmt, das klingt grottenschlecht. Du kannst nicht a people sagen, wenn du ein Volk meinst. Und Prinz Charles macht da auch nicht mit. Als sie meinen verständnislosen Blick sah, erklärte sie, du kannst kein Teil von Großbritannien jagen. Charles ist der Prince of Wales. Die Wale heißen aber Wales mit H nach dem W.
habe genau gesehen, dass sie dabei die Augen verdrehte. Aber weil sie kein Unmensch war, hat sie mir schließlich geholfen. Schau mal, ich habe geschrieben. Some ethnic groups, for example the Inuit, still hunt whales. Because it's an old tradition. It's an important part of their culture. Ich lerne das nie, jammerte ich. Und überhaupt ist das ein ganz blöder Tag. Dieser dämliche Regen die ganze Zeit. Und dann haben meine Eltern mir heute Morgen gesagt, dass wir wieder nach Bad Salzuflen fahren. Uff, uff, du Ärmste, sagte Nina nur, denn sie wusste, wie sehr ich diesen Ort hasste. Papa hat immer viel Stress als Anwalt, deshalb möchte er es im Urlaub ganz ruhig haben. Meine kleine Schwester Sophie kann mit der Tochter eines Kollegen spielen, der dort wohnt. Mama ist auch froh, wenn sie ihre Ruhe hat, bloß ich muss mich immer zwischen den ganzen Kur-Omis langweilen. Um mich ein bisschen selbst zu quälen, fragte ich Nina, ob sie schon wüsste, wo ihre Familie in den Sommerferien hinfahren würde. Sie druckste ein bisschen herum, wohl um mich nicht allzu neidisch zu machen. Wir begleiten Papa auf eine Dienstreise, sagte sie schließlich. Ninas Vater ist Professor für Städteplanung oder sowas. Ich kann mir ja immer nicht so genau vorstellen, was er da eigentlich macht. Und wieso man da auch Professor sein kann, aber das war mir im Moment ganz egal. Ich wollte genau wissen, wohin diese Dienstreise ging und bohrte weiter. Papa arbeitet gerade mit einem Kollegen von der UC Berkeley an einem gemeinsamen Projekt, erklärte Nina schließlich, aber das sagte mir gar nichts. Da wird es doch wohl eine bekannte Stadt in der Nähe geben, hackte ich nach. Bitte, lass mich nicht dumm sterben. Ich verspreche dir auch hoch und heilig nicht neidisch zu sein. University of California, Berkeley, sagte sie. Das liegt an der Bucht von San Francisco. Wir wohnen in San Francisco im Hotel und Papa fährt dann zu seinen Terminen rüber zur Uni. Außerdem werden wir sicher mal seine Eltern besuchen. They still live in the Bay Area. Ich bin doch neidisch, rief ich. Und weißt du auch warum? San Francisco ist die Stadt, in der Nicholas Stevenson wohnt. Du musst unbedingt für mich den Boden küssen, auf dem er wandelt. Du spinnst, und zwar completely, stellte Nina fest. Außerdem leben Schauspieler immer in Los Angeles, schließlich ist da Hollywood. Blödsinn. In Deutschland wohnen die Schauspieler ja auch nicht alle in München, weil es da so schön zu den Bavaria-Studios ist. Etwas schnippisch setzte ich hinzu. Niki hat das auch gar nicht nötig. Der fliegt einfach nach L.A., wenn sie ihn haben wollen. Na schön, du hast gewonnen. Aber ich knutsch den dreckigen Boden für dich bestimmt nicht ab. Da müsste mir ja echt was fehlen, sagte Nina und tippte sich bedeutungsvoll an die Stirn. You are crazy, baby. And now back to the whales. Hier höre ich einfach mal auf, weil dieses Video sonst ewig lang wird. Also, sie haben da noch eine super tolle Idee, das will ich jetzt aber auch noch gar nicht weiter verraten, obwohl ihr euch das ja vielleicht denken könnt. Und ich beantworte euch in den Kommentaren auch gerne Fragen, wenn ihr das möchtet. Also ihr könnt mir Fragen stellen zu dem Buch oder zu dem, wie ich so schreibe, was ich den ganzen Tag so mache. Und dann werde ich das einfach in einem meiner nächsten Videos beantworten. Ihr könnt mir auch gerne eine Videofrage stellen, wenn ihr dazu Lust habt. Ja, und ansonsten sage ich euch einfach nochmal, dieses Buch ist bei Langenscheid erschienen. Die haben ja da so rein, Girls in Love, Krimis for Kids, für die habe ich auch ganz viel geschrieben. Fantasy-Bücher, alle auf Deutsch und Englisch. Und falls ihr denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann doch gar kein Englisch, das ist alles halb so schlimm, weil hier sind, wenn ihr mal hier gucken wollt, da, Vokabeln. Kann man da sehen. Die schwierigen Vokabeln, die sind einfach alle mal übersetzt. Und diese Bücher hier sind so für drittes, viertes Lernjahr Englisch. Also ab 12 steht da. Und schlimmstenfalls könnt ihr ja vielleicht auch eure Eltern fragen, falls die Englisch können. Oder es gibt ja auch dict.leo.org, die Online- Übersetzung und da könnt ihr auch Vokabeln eingeben, die ihr nicht kennt und so habt ihr die Antwort. Ja, also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fragen stellen oder auch beim Buchlesen und ja, dann
bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.